Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Klassiker vom Jahrmarkt. Wir machen jetzt gebrannte Mandeln und wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Für gebrannte Mandeln brauchen wir natürlich Mandeln. Die kommen im Backofen auf ein Blech, werden mit einer Zuckermasse übergossen. Das ist so im Prinzip das Grobe. Den Backofen habe ich schon mal auf 175 Grad Umluft vorgeheizt. Wir kümmern uns jetzt um den Zuckerguss für unsere Mandeln. In unseren Kessel kommen 100 Gramm Wasser, 200 Gramm brauner Zucker, ein Esslöffel Vanillezucker sowie ein Esslöffel Amaretto-Sirup. Das ist so Mandelsirup. Sehr süß, sehr mandelig. Das Ganze wird jetzt 5 Minuten auf Stufe 1 mit 100 Grad aufgekocht und dann sehen wir uns auch schon wieder. Gramm Mandeln kommen jetzt in unsere Zuckermasse. Das Ganze wird jetzt 15 Minuten eingekocht im Linkslauf auf der Aromastufe und zwar nehmen wir den Deckel ab. Den Spritzschutz brauchen wir glaube ich nicht, so heftig wird das nicht, aber wenn ihr wollt, könnt ihr da natürlich zur Sicherheit den Spritzschutz draufsetzen oder halt eben das Garkörbchen umgedreht draufsetzen, wenn ihr noch keinen TM6 habt. Die Mandelzuckermasse geben wir jetzt auf das Backblech und verteilen das da möglichst gleichmäßig, damit die Mandeln schön gleichmäßig brennen. Da hat sich noch eine Mandel verheddert. Schiebt die so weit wie möglich auseinander, dass das schön alles gleichmäßig verteilt ist, die nicht übereinander liegen und zu sehr aneinander hängen. Ihr könnt gerne auch noch einen Esslöffel braunen Zucker drüber streuen. Das mache ich jetzt auch so ein bisschen noch hier. Das gibt dann so ein bisschen was Krokantiges nachher. Das Backblech gebt ihr jetzt etwa 10 Minuten in den Backofen. Dabei solltet ihr aber Sichtkontakt halten, denn sobald diese Masse anfängt Blasen zu schlagen, nehmen wir das Ganze wieder raus, damit die Mandeln nicht verbrennen, weil sonst haben wir keine gebrannten, sondern verbrannte Mandeln. So, das ging wirklich ruckzuck, fast keine 10 Minuten. Ich ziehe das jetzt auch noch mal ein bisschen auseinander und es ist wirklich so, wenn ihr die jetzt auskühlen lasst, da habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst die hier in dieser Zuckermasse auskühlen oder aber ihr legt die wirklich noch mal auf ein anderes Backblech, also was ich hier schon vorbereitet habe. Mit nochmal Backpapier, da legt ihr das dann nochmal einzeln drauf, dann braucht ihr das nachher nicht auszubrechen. Man nimmt die einfach hier raus, legt die drauf und lässt es auskühlen. Wir sehen uns in wenigen Augenblicken wieder. Ja, das hier sind unsere gebrannten Mandeln, schön ausgekühlt, immer noch ein bisschen klebrig. Ich muss ganz ehrlich sagen, als die hinten in der Redaktion gestanden haben zum Auskühlen, da waren das irgendwie noch mehr. Jetzt sind es weniger. Ich glaube, das spricht für sich. Das lassen wir genauso. Ich packe das jetzt ab, mache einen Deckel drauf, Schloss drum, damit es mir keiner klaut, bevor ich nach Hause fahre. Weil da werden sich einige drüber freuen. Nee, ist eine schöne Sache. Ist jetzt nicht keine Arbeit, aber jetzt auch nicht übermäßig viel Arbeit. Und wenn man überlegt, was so eine Tüte gebrannte Mandeln kostet, hey, ist ein nettes Geschenk, um mal jemanden mitzubringen. Wie gesagt, ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich mache mir das jetzt hier in eine Tüte. Sage tschüss, bis zum nächsten Mal und guten Appetit.